An den Standorten Urbach und Deizisau haben heute Beschäftigte von Coca-Cola ihre Arbeit niedergelegt. Zu dem bundesweiten Warnstreik wurde aufgerufen, weil auch die dritte Verhandlung über einen neuen Entgelttarifvertrag der rund 7.500 in Deutschland Beschäftigten ergebnislos war. Die Arbeitnehmer fordern monatlich 180 Euro mehr Lohn, für Auszubildende 100 Euro mehr. Die nächste Verhandlung ist für Ende der Woche geplant. Sollte auch die kein Ergebnis bringen, drohen die Arbeitnehmer mit einer Urabstimmung und unbefristeten Streiks.